Herzlich willkommen zum besten Video aller Zeiten. Mein Name ist Michael Kurze, ich bin der Rucksackunternehmer und wir sind jetzt gerade live auf YouTube und Twitch. Du schaust vielleicht die Aufzeichnung auf YouTube auf dem Kanal Geld verdienen mit Michael. Gerne immer abonnieren, gerne live vorbeikommen. Alexa, ruhig. Und wir schauen uns jetzt dieses Video hier an. So verdienst du als Schülerstudent 100 Euro am Tag. Als 14- und 20-Jähriger, das dürften wir dann auch hinbekommen, oder? Und 100 Euro am Tag sind ja doch 3.000 Euro, brauchen wir nicht drüber reden. Okay, vier Leute jetzt gerade live bei Twitch, also alle Links findest du auch unten. Und Attacke, ich glaube, wir fangen an. Schon als Teenager hatte ich den Drang, selbst in jungen Jahren mein Leben zu finanzieren. Mit 13 hatte ich angefangen, im Pausenverkauf an meine Mitschüler Five Gums oder sonstige Süßigkeiten aus USA. Das ist so geil. Schade, ich habe keinen Kontakt mehr mit dem Carsten. Carsten B. Punkt. Der hat Lutscher, Schubberschubs oder so, diese Lutscher, hat der gekauft in der Metro oder so und hat die immer mit zur Schule genommen und hat die immer verkauft. Oh. Sehr, sehr geil. Und ich hatte auch früher als Teenager, war so ein Kinderflohmarkt und ich war davor, hatte ein bisschen Taschengeld gehabt und habe mir dann halt Hanuta gekauft. So ein großes Paket Hanuta oder zwei und Duplo und so weiter. Und das habe ich dann halt, weil ich ja sowieso auf den Kinderflohmarkt gehe, habe ich die da hingelegt und wollte den einzeln verkaufen. Und da kam auf einmal so eine Oma, die hat das ganze Paket gekauft oder so. Also vor 100% Gewinn. So, das ist halt so in der Jugend. Also ich war schon ein bisschen geschäftstüchtig schon vorher oder so. Und der Carsten auch, der hat echt Lutscher verkauft. Sehr, sehr lustig. Für einen kleinen Profit weiter zu verkaufen. Mit 15, 16, 17 hatte ich dann wie gefühlt jeder in meinem Alter Sneaker-Reselling betrieben oder auch Hypebeast-Reselling von Yeezys zu Ultraboost zu NMDs als auch Supreme-Klamotten. Konnte definitiv da... Das ist immer an mir vorbeigegangen. Das Sneaker-Reselling und so. Ja, ich mag Sneaker und so weiter. Dafür bin ich, glaube ich, zu alt. Bei uns war es damals so, es gab hier Coast. In Essen gab es Coast. Essen ist schon ganz schön weit weg gewesen mit dem Zug. Und die sind da hingefahren, haben sich dann für 160 D-Mark Schuhe gekauft. Das war für mich als Jugendlicher, war 160 D-Mark als Schuhe war nicht drin. Meine Eltern hat mich erschlagen. Deshalb mal gut, dass ich noch hier sitze heute. Und es gab dann so eine Tasche dabei und die haben die alle als Schulranzen benutzt. Aber das war halt nicht so, ne? Das, also so viel Geld für Schuhe. Und 160 D-Mark waren ja nur dann halt 80 Euro, ne? Ein paar hundert Euro Profit pro Monat verdienen, was gar nicht so schlecht war in der Schulzeit, vor allem wo man keine großen Fixausgaben hatte, und das hat sich aber allmählich über die Zeit verändert. Es gibt heute viel mehr Möglichkeiten, als Teenager bereits in Jahren von 12, teilweise bis hin zu 18 Jahren, wirklich sehr gutes Geld zu verdienen, wenn man weiß, wie das geht und welche Methoden es draus gibt. Affiliate Marketing. Okay, was finde ich da gut? Also Affiliate-Marketing ist sicherlich ganz, ganz cool. Video-Editing, auch sehr cool, weil du brauchst nur die paar Skills. Die kannst du dir nach Wochen aneignen, um halt echt so einen groben Schnitt zu machen, so ein bisschen Schnitttechnik und so weiter, Musik hinterlegen und so. Das ist überhaupt nicht das Thema. TikTok-Shop ist schon ein bisschen weiter und Print on Demand, ja, ist halt so ein bisschen Talent, ne, auch die Produkte herauszufinden und so. Aber Affiliate-Marketing, Dropshipping ist auch wieder so ein bisschen mehr, ne, so. Wisst ihr, die meisten Dropshipper haben irgendwann mal nach ein paar Monaten, wenn die dann dieses Asien-Dropshipping früher gemacht haben, PayPal-Ärger, weil die halt zu viele Rückerstattungen haben und so weiter. Die haben halt so und so viel Prozent und wenn du da drüber kommst, wird dann auf einmal dein PayPal-Konto gekündigt oder so. Das ist immer so Payback, oder dieses Dropshipping-Problem früher. Aber das Editing finde ich gut. Mal machen. Was findet ihr am besten? Schreibt mal in den Chat gerne rein. Doch was würde ich jetzt machen, wenn ich jetzt wieder 12 bis 18 Jahre alt wäre und möchte mein erstes Einkommen damit generieren und vielleicht wirklich was Langfristiges Großes aufbauen, denn es gibt viele brillante Methoden, Möglichkeiten da draußen und hier sind die drei besten, die ich jetzt in diesem Alter machen würde. Vorab möchte ich klären, wenn ihr 12 bis 18 Jahre alt seid und dieses Video gerade anschaut und euch wirklich schon mit dieser Thematik auseinandersetzt, dann seid ihr auf jeden Fall auf einem guten Wege, denn ihr interessiert euch damit schon mal und befasst euch damit und wollt euch das Ganze auch wirklich starten. Das ist der Knackpunkt, dass ihr mit dem Ganzen auch... Das finde ich sehr, sehr geil heute, die Jugend, ne? Also die sind schon viel weiter wie bei uns damals. Die wollen halt etwa, also nicht alle natürlich, ne?
Also es ist natürlich diese Jugend, die nur chillen will und Party machen will und so, wird mehr. Aber diese Leute, die was erreichen wollen und so, die haben auch immer viel größere Ziele wie damals. Ja? Also das ist halt so, ja klar, diese Party-Dings, diese Blase wird größer, aber die wird nicht was erreichen wollen und die erzählen mir dann, hört, ja, ich bin 18 und so, will mir nächsten Monat eine Rolex kaufen und so mit den Einnahmen von Instagram oder so und keine Ahnung was. Und oh, herrlich, ich finde das geil. Startet, nicht nur Theorie bezieht, aber allein, dass ihr euch dafür interessiert, seid ihr auf jeden Fall auf einem guten Weg. Denn ihr habt jetzt die Chance, eure Zeit extrem wertvoll zu nutzen, um einerseits eure Skills anzueignen, denn diese Zeit haben vielleicht jetzt andere in eurer Situation nicht, zum Beispiel ein zweifacher Familienvater, der jetzt nicht von heute auf morgen extra Zeit frei gewinnen kann und seinen Job vielleicht kündigen muss. Damit sind extra Fixkosten verbunden, die ihr zum einen nicht habt. Ihr habt weniger Verantwortung, die ihr aktuell tragen müsst und natürlich deutlich mehr Zeit. Selbst mit der Schule, ich bin das beste Beispiel dafür. Ich habe 7 Tage die Woche Training gehabt oder Spiele im Eishockey, als auch zudem Schule 3-mal die Woche bis hin in den späten Nachmittag. Also vor dem Abitur habe ich mir auch die ersten Sachen aufgebaut und auch mit 17 schon Dropshipping gestartet. Das ist definitiv möglich. Man hat als Teenager mehr wie genug Zeit. Mein konkreter Tipp an euch, bevor wir zu den einzelnen Methoden kommen, nutzt wirklich diese Zeitweise, wenn es auch nur eine Stunde pro Tag ist und baut euer Skill-Repertoire auf. Also eine Stunde am Tag ist schon geil. Also wenn ich heute nochmal Schüler wäre oder so, wie viel Zeit man hatte und so weiter und wie viel Energie man hatte, wenn man irgendwo auch Bock hatte und so. Unfassbar. Also diese Zeit voll zu nutzen, auf jeden Fall. Du hast keinen Druck als Schüler oder wenn du selbst noch, wenn du noch zu Hause wohnst, Mietzahlung, bla bla bla. Du hast überhaupt keinen Druck und so. Kannst du in Ruhe mal was machen. Also baut wirklich hochwertige Skills auf. Das kann Verkauf sein, das kann Videoschnitt sein, das kann Copywriting sein, Webseitendesign, Programmieren. Alle möglichen Skills, die ihr dann mit der Zeit richtig gut werden könnt und dann natürlich wirklich extrem gutes Geld verlangen könnt. Wichtig auch, bildet euch selber weiter in Form von Podcasts, informativen Videokursen, also YouTube-Videos. Schaut immer meine Videos, abonniert mich überall, kommt in jeden Livestream rein, wenn ihr wirklich erfolgreich werden wollt. Wir finden hier schon die besten Geldideen für euch, definitiv. Und wenn ihr Bock habt, den Livestream zu teilen, auf Facebook, für Freunde oder so, dass die auch noch hier reinkommen, Facebook-Gruppe, TikTok, überall könnt ihr dann halt den Livestream empfehlen oder auch die Videos und so. Ich würde mich echt freuen, weil es gibt auch sehr, sehr viele Werbegruppen für YouTube, Twitch und so weiter. Gerne teilen für Leute, die darauf Bock haben, dabei zu sein. Als auch passenden Büchern zu euren Skillset und bildet weiterhin natürlich euer Mindset auf und spart so viel es geht, so viel wie möglich. Ihr habt keine großen Fixkosten und eignet euch auch nicht zu viele an zu Beginn. Dieses Geld, was ihr anspart, könnt ihr... Habt ihr eigentlich seine Wohnung schon mal gesehen? Also das ist ja ein Haus. Also ich weiß ja nicht, was da jetzt Greenscreen ist, aber das sieht ja echt aus. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Dann schaut mal da hinten links, unter dem Mikrofon hinten. Ich weiß nicht, ob das ein Pool ist oder so. Und so eine Treppe oder so. Und also das sieht schon School. School ist natürlich auch geil. Kommt in die School-Community auf jeden Fall. Das sieht ja, schaut mal an, ey. Sieht schon geil aus. Großen Fixkosten und eignet euch auch nicht zu viele an zu Beginn. Dieses Geld, was ihr anspart, könnt ihr dann investieren, vielleicht ein bisschen mehr Risiko eingehen und zum Beispiel auch dann ein wirklich langfristiges Business aufbauen. Und für die meisten dieser Modelle, die ich gleich im Laufe des Videos vorstellen werde, wird definitiv ein Gewerbe notwendig sein. Das ist aber auch möglich unter 18 Jahren, natürlich aber nur mit der Zuwilligung zum Beispiel eines Elternteiles oder eines Fürsorglichen, in dem Fall zum Beispiel auch Geschwister, Eltern, was auch immer, wie es zum Beispiel auch bei mir der Fall war. Auch ich habe mein... Wie geil ist das auch, wenn du mit deinem Papa oder so ein Business zusammen machst? Oder mit deiner Mama oder so? Du machst die Webseiten und deine Mama macht die Texte für die Webseiten oder so. Also du bist 16, du machst die ganze Technik, machst dann halt die Webseite Design und so und deine Mama ist so das Gesicht der Firma und macht die Texte oder so oder... Machst du in der Family Business oder so zusammen? Und wie geil ist das denn, bitteschön? Ist doch cool.
mein Gewerbe, bevor ich 18 war, angemeldet. Natürlich mit der Zustimmung meiner Mutter und auch meines Vaters. Also es ist definitiv möglich und in manchen Fällen sogar eher notwendig. Die Aufmerksamkeit ist eines der wichtigsten Währungen in der heutigen Gesellschaft. Dort, wo die Aufmerksamkeit ist, fließt auch das Geld. Firmen, Creator und Influencer kämpfen regelrecht. Hier auch, guck mal das Haus an. Das hat doch so ein bisschen spanische Vibes oder sowas, ne? Irgendwo doch so Mittelmeer-Vibes so ein bisschen. Um deine Aufmerksamkeit, um Reichweite zu gewinnen und dementsprechend ihre Produkte verkaufen zu können. Das, was ihnen oftmals fehlt, ist aber dieser Schlüsselpunkt, der aus passenden Rohmaterialien wirklich hochwertige, fertige, konvertierende Videos erstellt. Und genau diese aufmerksamkeitsfesselnden Videos sind ein extrem wertvoller Skill, nicht nur monetär, sondern auch wirklich als Fähigkeit zu beherrschen, insbesondere in jungen Jahren. Denn sind wir mal ehrlich, du bist womöglich schon auf YouTube Shorts, Instagram Reels und TikTok unterwegs. So, was haben wir da für einen Kommentar? Von Twitch haben wir einen Kommentar. Ein Online-Shop aufmachen für einen spezialisierten Bereich, in welchem die eigenen Interessen liegen. Definitiv. Immer jedes Business ist geiler, wenn das halt deine Interessen sind. Modellbahn-Shop, Lego-Shop, welche Geschäftsidee ich gefeiert habe. Die Leute, die gebrauchtes Lego kaufen, waschen das und verkaufen jeden Stein einzeln. 5 Euro für den Stein, 20 Cent für den Stein, 5 Cent für den Stein und die Figuren, dann halt hier diese Figur 20 Euro oder so, Bricklink und so weiter. Und das habe ich echt gefeiert. Ist jetzt nicht unbedingt was für mich oder so, aber es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt sogar die Leute, die dann halt die Sets billig kaufen, nagelneue Sets und verkaufen auch die Steine einzeln. Weil dann halt so ein Set im Angebot 80 Euro kostet, aber die Steine einzeln 200 Euro kosten oder so. Voll krass, weil da einfach mal so irgendwie so eine Scheibe drin ist, die alleine 25 Euro kostet. Und der Aufkleberbogen kostet auch nochmal 15 Euro oder so. Eine sehr krasse Welt, wenn du Geld verdienen möchtest heutzutage. Und kennst dich vielleicht auch halbwegs gut mit der Plattform aus. Warum nutzt du das nicht direkt zu deinem Vorteil? Du erkennst bestimmte Muster zwischen viralen Videos und Co. Und das beste Beispiel für vor allem Creator, die das Ganze wirklich mit ihrer Personal Brand aufs nächste Level gehoben haben, sind natürlich Andrew Tate, Iman Gazi, Alex Ramosi, also wirklich. Ton. Brickling ist ein umkämpfter Markt, ja, definitiv. Aber das war auch vor ein paar Jahren, wo ich das erste Mal gesehen habe. Da war es, glaube ich, noch nicht so, dieser Hype mit Lego Investment und so weiter. Viele verschiedene Beispiele und zum Beispiel auch im deutschsprachigen Raum der Hoss und Hopf Podcast. Also es gibt wirklich viele Beispiele, die vor allem diese Strategie gut ausgenutzt haben und dafür bereit sind, für diese Videos wirklich gutes Geld zu bezahlen. Sie haben diese Chance hinter Shortform-Content erkannt und nutzen und schöpfen das Potenzial vollkommen aus. Nun, jetzt natürlich die Frage, wie kannst du damit starten und damit schon dein erstes Geld verdienen? Nummer 1 ist natürlich, steht an erster Stelle, diese Fähigkeit und Skill überhaupt dir anzueignen und das Ganze zu lernen. Wie machst du das Ganze? Theoretisch gibt es ganz simpel 3 Schritte. Nummer 1, YouTube-Tutorials anschauen, um erstmal verstehen zu können, was du da machst und versuchst das Ganze eben nachzubauen, nachzusetzen und nachzuschneiden, mehr oder weniger. Dafür gibt es Dutzende verschiedene kostenlose YouTube-Tutorials zu wirklich diversen verschiedenen Skills, zum Beispiel auch dieser Kanal hier ist Gold wert, um vor allem diese Iman Gazi-Stilschnitte zu beherrschen. Zuerst starte aber mit den Fundamenten für die jeweilige Schnittplattform. Das kann alles Mögliche sein, wie Final Cut Pro oder Adobe Premiere Pro sind vor allem die gängigsten und wo man die besten Schnitte auch erstellen kann. Kostenlose Versionen wären zum Beispiel CapCut. Punkt 2. Was heißt ihr alter Mann? Was ein Lende? Okay, herzlich willkommen. Um das Ganze zu lernen, wäre natürlich üben, üben, üben. Daran führt einfach keinen Weg drumherum. Wirklich neugierig da bei dem Ganzen sein und da sich wirklich durchzuforcieren, wird langfristig keine Lösung sein. Also sollte dir auch im Endeffekt Spaß machen, dass dir so eine Freude bereitet, denn du willst das Ganze schließlich oft machen und natürlich auch dann sehr gut werden. Und dazu gehört einfach auch diese Neugierde und Spaß dazu. Der letzte Punkt in Bezug auf Skill-Aneignung wäre das dritte und das hilft direkt auch dir bei der Kundenakquise und zwar gratis Videos erstellen. Ich kriege wirklich Dutzende
Nachrichten in solcher Art jede Woche, ob sie für mich Reels, YouTube, TikTok-Content oder sonst was erstellen können aus meinen YouTube-Videos. Und ich bin ehrlich, 99% der Anfragen beantworte ich nicht mal, weil es einfach so viele sind und die bieten mir nicht diesen Mehrwert. Was aber die Anfragen waren, die mich insbesondere daran das Interesse geweckt haben, waren die bereits in Vorleistung gegangen sind und ihre Qualität durch Gratis-Videos gezeigt haben. Erst dann bin ich wirklich darauf aufmerksam geworden und genau das wäre mein erster richtiger Gedankengang in Bezug auf Bei Online-Dienstleistungen musst du immer gegen Indirect konkurrieren, da sind die Stundenansätze am A. Tag Oldman, Grüße aus dem Ländle. Bei Dienstleistungen, es geht. Du hast halt den Vorteil, dass du halt Deutsch sprichst und kannst viel besser deutsche Videos schneiden, auf den Punkt genau, wie dann halt ein Inder. Bei Grafikdesign oder so oder bei anderen Sachen und so musst du halt natürlich immer mit Fiverr und so weiter konkurrieren. Aber mit Videoschnitt nicht. Ich suche ja auch zum Beispiel Leute, die Bock haben, meine Videos zu schneiden für TikTok. Für TikTok, für YouTube in Kurzform. Immer wenn ich was Intelligentes sage, das dann halt in ein TikTok rein und wir machen dann Hälfte-Hälfte oder sowas. Ne? Also schreib mich gerne auf Instagram an oder so. Und ja, aber das kann kein Inder schneiden. Ich kann da nicht irgendwie einen Inder $300 geben im Monat. Der kann das nicht schneiden, weil der es ja nicht versteht, was ich sage und was halt noch relevant ist für das TikTok oder was doof ist. Auf diese Akquise-Strategie. Schicke vor allem hochwertigeren Kunden, potenziellen Kunden, Gratis-Videos rein. Das Schlimmste, was du verlieren kannst, du hast das Ganze gratis aufgesetzt, du hast mehr Übung gesammelt, du hast mehr Stunden da reingesteckt und das ist prinzipiell ein Türöffner für dich. Und selbst wenn der Kunde darauf nicht anspringt, hast du trotzdem diese Übung bekommen. Der zweite und ebenfalls wichtige Schritt vor allem in dem Ganzen ist eben die Kunden. Zum Beispiel eine Sache, ich habe auf allen diesen großen internationalen Plattformen jemand gesucht. Also es gibt ja auch manchmal Leute, die irgendwie zurück nach Thailand gehen, Türkei oder so und können Deutsch. Und wohnen aber dann wieder in ihrer Heimat oder so. Und da habe ich jemand gesucht, der das halt zu einem guten Preis macht für Pinterest. Und dann haben sich wirklich nur Leute von den Philippinen bei mir gemeldet und so, die nicht einen Brocken Deutsch können oder so. Aber um so einen Pinterest-Pin zu machen, den Text in den Pin, die Beschreibung und alles, und ob das halt dann Sinn macht oder so. Das musst du halt schon, mindestens mal gute Grundkenntnisse an Deutsch musst du das schon haben oder so, sonst ist es halt doof. Ja, ist es halt. Kundenakquise. Wie kommst du überhaupt an diese zahlenden Kunden ran? Zu Beginn müssen wir uns erstmal klarstellen, wer könnte so ein potenzieller Kunde sein? Wer kann von dem Ganzen profitieren? Das können unter anderem Podcaster, Creator, alle möglichen Brands und Businesses, YouTuber, Twitch-Streamer, Coaches, Berater, alles in diese Richtungen kann es natürlich sein, die in dem Fall entweder unterhalten wollen, ihre etwas verkaufen wollen oder dementsprechend ihre Expertise zeigen wollen. Und theoretisch kannst du das Ganze auch auf regionale Businesses übertragen. Also wirklich heutzutage kann jeder davon profitieren. Der zweite Teil ist eben der direkte Kontakt. Wie trittst du in Kontakt mit diesen Creatoren, Brands und vielem mehr? Dafür gibt es natürlich viele verschiedene Strategien. Entweder du baust eine Personal Brand, so zum Beispiel wie ich auf, ist natürlich aber deutlich zeitintensiver und ist nicht für jeden geeignet. Punkt 2, Kaltakquise, sprich du findest die E-Mail-Adresse deines potenziellen Kunden raus, schickst dementsprechend diese E-Mail raus, am besten personalisiert. Das wird eure Öffnungsrate deutlich verbessern. Eine andere Möglichkeit wäre dann dementsprechend mit denen über. Du gehst auf so ein Event, wie die Vertriebsoffensive, irgendwelche Marketing, IMK, Online-Marketing-Kongress und so. Und die ganzen Experten laufen da rum, die kennst du vielleicht. Und die quatscht an und sagst, hey, hast du schon einen Cutter? Brauchst du jemand? Oder? Und wenn du dann vor denen stehst, ist es dann halt viel einfacher, da Kontakt aufzubauen. Und dann sagst du, hey, lass uns doch mal, wir haben jetzt Wochenende, lass uns doch am Montag mal zusammen telefonieren per Zoom oder sowas. Und ich zeig dir, was ich mache, was ich schon für jemand gemacht habe oder so. Oder du sagst, wenn du jetzt noch gar keinen Kunden hast, du gehst dann zu jemand hin, so jemand Kleines wie mich. Und sagst, hey, Michael Kotzu, ich mache dir nicht nur ein Video, wir machen die Betreuung, ich mache dir halt das mal für 2-3 Monate. Aber die Bedingung ist, du bezahlst mir auch kein Geld 3 Monate lang. Aber wenn ich das vernünftig für dich mache, reden wir einmal mal, ob wir einen Deal zusammen machen können, den 4. Monat.
Aber du empfiehlst mich auch weiter. Du machst mir ein Videotestimonial. Du machst mir vielleicht ein schriftliches Testimonial. Und du hast vielleicht 5 Leute, die du kennst, die auch Online-Marketing machst. Und diesen 5 Leuten empfiehlst du mich. Dann arbeite ich 3 Monate für dich kostenlos. Was hast du nach diesen 3 Monaten? Ich bin nach 3 Monaten mit dir zufrieden. Ich empfehle dich wirklich, weil ich mich an den Deal halte, an diese 5 Leute, die ich auch kenne. Wo ich sage, hey, der kann das sehr, sehr gut. Vielleicht ist der was für dich. Ich mache dir ein Testimonial und damit kannst du auch wieder hausieren gehen und so. Und du hast dann, sagst dann, hey, guck mal, ich habe das für Michael gemacht und ich habe dann auch genau diese Zahlen. Du hast dann für deine Kunden die Zahlen. Guck mal, ich habe hier 3 Monate den Michael Kurz-Videos gemacht für TikTok und schau mal, die ersten Videos haben nur 1000 Aufrufe, aber nach 2 Monaten haben wir schon auf diese Videos 20.000 Aufrufe und nach 3 Monaten sind wir schon bei 35.000 Aufrufen. Du hast einfach mal ein richtig geiles Testimonial. Und das ist unschlagbar. Und dann kannst du auch einen halbwegs vernünftigen Preis abrufen. Ohne Testimonials, ohne Beweise, dass du es kannst. Schwierig. Echt schwierig, Geld zu verdienen. Stimmt ihr, gibt ihr mir recht? Wir sind ja noch ein paar Leute hier im Chat und so weiter. Ja. Über Social Media in Kontakt zu treten, zum Beispiel LinkedIn, ist eine super Möglichkeit, insbesondere mit Brands oder größeren Creators in Kontakt zu treten. Oder Punkt 2, direkt über Instagram-DMs das Ganze zu probieren. Aber da wäre auch wieder mein Gratis-Tipp, eben diese Gratis-Videos mitzustecken und die vorzubereiten. In dem Fall 2 bis 3 Videos reichen oftmals aus, einfach um deine Expertise zu zeigen und quasi aus den Hunderten von dir. Also und kommuniziert, was ihr könnt. Zum Beispiel bekomme ich sehr, sehr viele, die diese YouTube-Vorschaubilder für mich machen wollen. In Mr. Beast-Style und bla bla bla. Aber ich muss total nachhaken, wie teuer ist denn ein Bild? Wie lange brauchst du für ein Bild? Weil wenn ich das YouTube-Video mache, brauche ich ja dann halt nicht das Bild nach 2 Wochen oder so, sondern ich brauche ja ein paar Daten. Und das heißt dann halt, du schreibst mir in diese... Es ist ja so, wenn ihr kommuniziert mit den Creator, dann schreibt genau, was ihr anbietet und wie lange ihr braucht und so weiter. Ich bekomme sehr oft so Angebote, hey, ich mache so ein Vorschaubild für YouTube und so. Im Mr. Beast Style oder so. Punkt 1, weiß man ja gar nicht, ob der andere auch Mr. Beast kennt, den du dann anschreibst oder so. Dann frage ich nach, hey, wie lange dauert das denn? Weil der nichts dabei schreibt, wie lange der dafür so einen Auftrag braucht. Also weil ich bin ja dann als Creator, ich mache das YouTube-Video. Dann muss ich den Designer sagen, hey, mach mit dem Vorschaubild. Und dann sagt er, ja, das dauert 3 oder 5 Tage oder so. Da kann man ja auch nicht arbeiten, ne? Also so. Deshalb also da in der E-Mail auch schon sagen, hey, was die Daten sind und so weiter und wie teuer das ist. Weil ich habe dann schon ein paar Mal gefragt, ja, wenn du das richtig gut machst, brauche ich 3 Vorschaubilder die Woche. Und dann sagen die, oh, das ist aber ziemlich viel und so. Na, also, wenn ihr dann halt Leute anschreibt, sofort auch mit den Daten, Preis vielleicht schon und. Wie viele Kapazitäten ihr habt, wie lange ihr dann halt Vorlaufzeit braucht oder so, bis ihr den Auftrag fertig habt, tagsüber zum Beispiel, ne? Tagsüber so in der Regel zwischen 4 bis 8 Stunden oder so. Das ist total wichtig. Schade, dass 2 Leute bei Twitch hier weg sind oder so. Ich gucke nochmal ganz kurz, wie viele sind denn hier auf YouTube? 6 Zuschauer und bei Twitch 3 Zuschauer, okay. Herzlich willkommen nochmal an alle, falls ich das noch nicht gemacht habe. Aber im Großen und Ganzen, umso mehr ihr abdeckt, umso besser ist das. Weil zum Beispiel kommen auch öfters mal Leute, die auch sagen, ich schneide dir diese Kurzvideos. Auch mit den Tools oder so. Und dann siehst du so, ey, die haben das einfach mit so einem KI-Tool geschnitten oder so. Und dann wollen die dafür Geld haben oder so. Denke ich so auch so. Aber die Dienstleistung ist vielleicht nicht nur das Schneiden des TikTok-Videos. Weil was bringt mir das, wenn ich dann halt einen Ordner habe mit 30 Videos. Sondern die Dienstleistung 1 ist, Paket 1 ist, ich schneide hier die Videos für den und den Preis. Paket 2 ist, ich veröffentliche die noch auf YouTube oder TikTok und ich habe die Erfahrung, dass ich weiß, wie viele Videos ich am Tag, 1, 2, 3 am Tag, die Uhrzeit, ich kümmere mich um diese ganzen Sachen, ich kümmere mich, dass dann halt der Text vernünftig passt und die Hashtags. Und das ist die Dienstleistung 2. Und dann gehe ich da vielleicht noch so rein, wenn du das halt, dass ich dann halt einen kleineren Preis nehme und ich sage, hey, aber wenn wir mit dem TikTok-Kanal
Die und die Ziele erreichen im ersten Monat 10.000 Follower, im zweiten Monat so und so viel 1.000 Follower, dann bekomme ich dann halt ein paar hundert Euro mehr Gehalt. Dann ist es so richtig geil. Dann wird es richtig geil. So, wir schauen mal weiter. Rauszustechen und auch hier der Tipp, nicht nur ein, zwei Nachrichten pro Tag schicken, das ist leider wirklich ein Volume-Game, wo ihr wirklich viel Volumen pushen müsst, also 20 bis 40 Kundenakquise Nachrichten pro Tag rausschicken, das ist eure erste Instanz und das Wichtigste. Skill ausarbeiten und Kundenakquise, nur so kommt ihr an die ersten Kunden und dementsprechend dann an die ersten 10.000 Euro pro Monat. Denn die Kunden sind wirklich gutes Geld bereit zu zahlen, wenn dein Video auch wirklich performen kann und hochwertig ist. Ich kenne Leute, die haben leider sogar 1.000 Euro pro Video gezahlt, aber im Schnitt kannst du zwischen 50 bis 100, teilweise bis 300, je nach verschiedenen Qualitäten, eben pro Video zahlen. Und zum Beispiel allein... Ich glaube, das ist ein bisschen blöd. Also es kommt drauf an, ne? Ich sehe auch manchmal die Preise. Aber ich glaube nicht, dass jemand 500 Euro für ein Kurzvideo bezahlt. Und für so ein langes Video, je nachdem, wenn du da 2 Stunden dran bist, das Ding zu cutten, sind ja irgendwas so zwischen 50 und 100 Euro schon guter Stundenlohn. Na, je nachdem, wo du wohnst oder so. Also, ja, ich sehe diese Preise auch und es kommt darauf an, ob das so ein Massen-YouTube-Video ist oder ein Werbevideo, wo Ads draufgeschaltet wird. Natürlich, wenn du ein Werbevideo schneidest, wo dann nachher Ads draufgeschaltet werden und so weiter, also richtig viel Traffic und so weiter, dann muss der Schnitt ja auch echt so bam, bam, bam und das Grundmaterial ist ja auch anders, wie dann halt irgendwie so ein Twitch-Stream zu schneiden oder so, ne? Also da musst du halt schon wissen, was du machst. Und dann, wenn du dann halt der Experte bist für die besten Werbevideos, dann kriegst du natürlich viel, viel mehr Geld. Wenn du einfach so einen Stream wie hier schneidest oder so, das ist natürlich ein ganz anderer Preis, ne? Dürfen wir dann halt einfach mal drüber nachdenken, was wir jetzt wirklich machen. Alleine 15 Videos pro Monat, was jeden zweiten Tag Upload betrifft. Manche Kunden wollen sogar täglich uploaden, manche haben mehr. Also ich bezweifle, dass du 300 Euro pro Video bekommst. Also das ist ja dann halt schon nicht nur Schnitt oder so, sondern das ist ja dann alles mit Aufnehmen vielleicht oder so und. Ne? Also das ist schon so, weil die meisten verdienen ja gar nicht so viel Geld damit, ne? Also, weil irgendwann... Bei 4.000 Euro, ich gehe mal kurz rüber, da schreibt ihr 4.000 Euro. Die Leute sind ja auch nicht doof. Bei 4.000 Euro bekomme ich ja schon einen Vollzeitangestellten. Na, also, wenn ich jetzt jemand für ein paar Videos, für 15 Videos, 4.000 Euro zahle, dann stelle ich den Vollzeit ein und gebe den nur 2.800 oder sowas. Weil für 2.800, das ist ja ein guter Job als Cutter oder sowas. Ne? Also ich weiß ja, was so Leute bei RTL oder so manchmal verdienen oder so, das ist jetzt auch nicht so viel. Weiß ich jetzt nicht. Wir sollten mal realistisch bleiben. Mehrere Accounts, aber sie geben wir nur von jedem zweiten Tag Upload aus. Das können von 750 bis 4.000 Euro pro Monat sein. Ist natürlich leichter gesagt als getan, aber ich bin mir sicher, jeder, der sich da genug Zeit nimmt und wirklich darin gut wird, hat die Möglichkeit, damit sehr gutes Geld zu verdienen. Wir bleiben beim Thema Shortform-Content-Erstellung, als auch in Bezug auf TikTok. Hierbei gibt es noch eine weitere sehr interessante Möglichkeit, wie wir das Ganze ordentlich monetarisieren können. Und zwar, vielleicht wird dem einen oder anderen die Thematik Dropshipping bekannt sein, aber Dropshipping ist in gewisser Art und Weise durchaus, vor allem in jungen Jahren, mit ein bisschen mehr Risiko verbunden, wenn man das Ganze über die bezahlte Marketingstrategie anwendet. Jedoch besteht auch die Möglichkeit, eben diesen Algorithmus von TikTok auszunutzen und mit dem Produzieren von viralen Videos zu unseren Produkten auch davon, von diesem Algorithmus, ohne Werbekosten zu profitieren. Und dementsprechend haben wir deutlich mehr Margen und deutlich weniger Risiko. Denn hierbei können wir ohne großen Startkapital viele virale Videos zu bestimmten Produkten erstellen und dabei sogar tausende Euros im Monat verdienen. Und das hier sind die besten Beispiele, teilweise auch von Teenagern, die das Ganze gestartet haben. Und so könnte zum Beispiel ein mögliches organisches Dropshipping-Video aussehen. Unser Ziel konkret zum Startpunkt ist es, ein potenzielles Produkt zu finden, das den Kunden einerseits Mehrwert bereitet und zudem wir dazu wirklich leicht... So, ich gucke jetzt gerade so richtig, ist das hier mit dem Ton auch noch nicht? Irgendwie hat sich da was verstellt während des Streams, weil normalerweise, wenn ich nichts reinspreche, dürfte der Tonpegel gar nicht ausschlagen. Also ich weiß immer noch nicht, was da hat ja alles gut funktioniert am Anfang, aber irgendwas hat sich gerade mal ein bisschen verstellt hier und ich finde den Fehler jetzt gerade nicht. Also
Könnt ihr nochmal reinschreiben, ob die Tonqualität so gut ist. Auch wenn er jetzt hier quatscht, weil mein Pegel schlägt trotzdem aus. Und normalerweise, wenn ich nicht reinspreche, sollte das nicht ausschlagen. Kein Rausch, weil ich da so ein Rauschgate drin habe. Das ist sehr, sehr lustig. Den viralen Content erstellen können, sodass wir mit diesem viralen Content natürlich Verkäufe und Kunden akquirieren können. Und das Prinzip ist eigentlich deutlich simpler und einfacher, als du dir das vorstellen kannst. Zu Beginn steht als erstes, bevor wir mit irgendetwas starten, die eigentliche Produktfindung. Die Produktfindung können wir ganz bequem mit dem TikTok Organic Burner Method machen. Und zwar hierbei erstellst du dir ein brandneues TikTok-Profil und hierbei mit diesem brandneuen Profil, da wollen wir unseren Algorithmus auf diese Dropshipping-Produkte trainieren. Das ist für uns nur noch Dropshipping-Produkte, Werbung, also auch organische Videos vorstellt, indem wir zum Beispiel erstmal nach diesen Videos suchen mit dem Hashtag, Hashtag TikTok Maybe Buy It, Hashtag Amazon Finds oder viele weitere Hooks. Dann, sobald wir ein Produkt finden, wie zum Beispiel dieses hier, liken wir das Ganze, speichern es ab, kommentieren eventuell sogar und machen das Ganze immer, immer wieder, bis wir das Ganze bei 20, 30, 40 Produkten gemacht haben und dann erkennt TikTok, okay, dieser Nutzer ist besonders an dieser Art von Videos interessiert. Schlussfolgerung, er wird uns nur noch solche Videos ausstrahlen und vorstellen. Somit haben wir unseren Algorithmus nur auf solche Videos getrimmt und wir kriegen dann dementsprechend... So, das sagen viele. Ich weiß jetzt auch nicht, ich habe jetzt ein bisschen leiser gemacht. Vielleicht geht es jetzt ein bisschen besser. Ein Tick leiser. Und ja, dürfte jetzt vielleicht ganz gut sein. Und das mit den Algorithmus trainieren, das sagen total viele, ne, da draußen bei TikTok, dass du das machen sollst, damit du diese ähnlichen Videos bekommst. Ob das nachher was bringt, damit du viral gehst, glaube ich nicht, aber halt, du siehst halt die Videos der Konkurrenz und hast dann halt, wenn du dann ein paar Tage die Videos der Konkurrenz anguckst und so, hast dann vielleicht so ein Feeling, was da gut läuft. So. Jetzt müsste das wieder. Jetzt habe ich zum Beispiel gar nicht diesen Rauschausschlag. Ich habe hier auch sehr, sehr viel Technik jetzt mittlerweile dranhängen an die USB-Kabel und so weiter. Na, schauen wir mal. Interessante Videos, also auch interessante Produkte auf Autopilot vorgestellt. Das nächste Ziel wäre dann hierbei, eine Liste von 20 plus Produkten zu erstellen und davon von dieser Liste ein bestimmtes Produkt oder auch zwei zu priorisieren, unsere Favoriten rauszusuchen, wo am meisten Potenzial steckt und dann dieses Produkt im nächsten Schritt von zum Beispiel Amazon zu bestellen. Sobald das Produkt angekommen ist, im Regelfall sollte das nicht länger als 48 Stunden dauern, dann Ich würde mir überlegen, ob ich nicht Affiliate-Marketing erstmal für das Produkt mache. Weil wenn ich das Produkt ein paar Mal verkaufe als Affiliate, dann kann ich auch noch Dropshipping machen und dann mir richtig viel Mühe mir geben. Also erstmal vielleicht auch als Affiliate, weil das vergessen auch viele, ne? Der ist einfach mal so, als Affiliate hast du halt ein bisschen, das ist einfacher, du bekommst deine Provision, hast aber keine Rückgaben hättest du manchmal, ja, dass die Provision gekürzt wird oder so, aber keine anderen Kosten, keine Portokosten und sonstigen Kack. Beim Geld verdienen. Aber ich würde diese Mischung auch machen und so auch mit Affiliate-Markt testen, ob das Produkt überhaupt 1, 2, 3 Mal verkauft wird oder so. Erstellen wir wirklich diese Videos ähnlich zu den viralsten Videos aus deiner Nische? Wir müssen hier gar nicht groß das Rad neu erfinden. Am erfolgreichsten wirst du von Anfang an sein, wenn du ähnliche Strukturen, ähnliche Hooks, also die ersten 3 bis 5 Sekunden übernimmst und versuchst, deren viralen Konzepte für dich anzupassen mit deinem eigenen Twist, eigenen Stil. Zu Beginn wird es erstmal dauern, bis du dafür ein Gefühl bekommst, aber du wirst merken, wenn du da konstant dran bist und versuchst, immer von Video zu Video besser zu werden, wirst du merken, wie schnell du dein erstes virales Video erstellen kannst und dann wird es allmählich zu einem replizierbaren System und dann ist Viralität kein Glück mehr, sondern Achso, eine Sache noch bei den ganzen Dropshipping-Sachen. Ich würde ganz gezielt darauf achten, ob die Videos wirklich viral sind. Weil bei den Dropshippern zahlen die auch viel Geld für Ads. Und das ist ja auch bei so YouTube-Videos oder so. Du siehst ja nicht, ob das Video bei YouTube, was ich habe, ob das nur 2000 Aufrufe hat oder 100.000 Aufrufe, ob das jetzt viral ist oder ob da Ads drauf sind. Ne, ich könnte ja auf jedes Video einfach mal 200 € Ads draufhauen und bekomme ja dadurch viel mehr Aufrufe. Und das ist ja auch nochmal so eine Sache. Ne? So einfach mal überlegen, hey, ist das Video wirklich viral gegangen oder ist es halt einfach, oder hat es nur so viele Aufrufe, weil da einfach mal jemand so einfach mal das Portemonnaie aufgemacht hat.
sondern ein System, das du immer wieder für egal welches Produkt übernehmen kannst. Nachdem du deine Videos gedreht hast, steht der nächste Schritt an, Videos schneiden, also auch andere Produzierelemente. Dafür empfehle ich euch einfach die Plattform CapCut zu nutzen. Ist wunderbar für TikTok-Schnitte, kann man am Desktop als auch am Handy machen und ist 100% kostenlos. Und solche KI-Stimmen wie zum Beispiel von diesen Videos können sie auch mit der AI. Also es haben manche Leute gesagt, CapCut ist jetzt nicht so gut für Instagram und so weiter. Weil die natürlich dann halt diesen Code da drin haben vom Schnittprogramm. Und kostenlos ist auch nicht die guten Effekte und so. Was zahle ich dafür? 89 Euro im Jahr oder so? Ja, damit ich die Pro-Version habe. Ja. Plattform 11 Labs erstellen. Somit habt ihr dann in Handumdrehen ein fertiges Video, was ihr direkt auf TikTok hochladen könnt und publizieren könnt. Zudem wäre mein Tipp hier noch, das Video auf sämtlichen Plattformen auszustrahlen, wie Pinterest, Snapchat theoretisch auch möglich, würde ich aber nicht den Fokus drauf setzen, YouTube Shorts als auch Instagram Reels. Somit habt ihr das Potenzial, deutlich mehr Leute zu erreichen, ohne größerem Aufwand. Meine Empfehlung an euch, erstellt 2 bis 3 Videos pro Tag, pro Produkt und das mindestens 2 Wochen, bevor ihr Produkt wechselt oder mit dem Ganzen aufgibt. Denn ihr braucht einfach Zeit, um den ganzen Schnittstil zu erlernen, die Plattform dafür ein Gefühl zu bekommen und wirklich herauskristallisieren, ob hinter diesem Produkt Potenzial steckt oder nicht. Denn ihr habt aktuell viel Zeit, aber wenig Geld oder Startkapital, dann ist genau das richtig, um erstmal ein Startkapital aufzustocken, viele wichtige, interessante Skills kennenzulernen, zum Beispiel wie du ständig viral gehst auf Social Media Plattformen wie zum Beispiel TikTok und das Ganze in Sales konvertieren kannst. Zudem lernst du, wie du einen Shop aufbaust, als auch wirklich tiefergehende Marktrecherche führen kannst, wie du potenzielle, gute, empfehlenswerte Produkte finden kannst. Und bitte, bitte verkaufe keine Elektrogeräte. Never, never, never. Ich sehe jetzt hier wieder 1 Elektrogerät, 2 Elektrogeräte, 3. Also mit Batterie, ja, da ist aber noch mehr Verordnung in Deutschland und so, aber mit Kabel, ich würde das nie. Weil du bist der Verkäufer in Dropshipping. Als Affiliate ist das egal. Als Affiliate ist das wirklich egal. Ich kann als Affiliate das promoten und ich bin da ja nicht haftbar für. Wenn ich aber Dropshipper bin und jemand kriegt einen Stromschlag damit, kann ja sein, ne? Fabrikationsfehler in China. Dann bin ich dafür als Dropshipper haftbar, weil ich das importiert habe in die Europäische Union rein. Deshalb ist es manchmal auch so toll, wenn du so einen Dropshipping-Partner in Europa hast und die Produkte sind schon in Europa, dann kann der Händler dafür haftbar gemacht werden, weil du einen europäischen Partner hast. Wenn du das aber aus China holst oder so, bist du haftbar dafür. Also das ist nämlich, dann bist du ruckzuck in einem Gefängnis, weil du einfach mal jemand getötet hast mit einem Stromschlag oder so. Das muss natürlich nicht sein, ne? Das ist jetzt so, dass das, ne? Aber ich würde halt keine stromführenden Geräte benutzen oder verkaufen oder so. Also völlig, das ist wieder völlig egal. Und die von schlechten herauskristallisieren kannst. Ganz viele Fähigkeiten, die in deinem Gesamtbild deinen Wert höher bringen, als auch für dich diese wirklichen wichtigen Skills später für mehr und mehr Geld monetarisieren kannst. Und die Upside hinter so einem viralen Video ist riesengroß, denn hinter 1 Million Views kannst du von 100 bis hin zu 10.000 Euro pro Video verdienen. Und das hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel deinem Produkt, deiner Message, deiner Zielgruppe, als auch deinem Angebot. Und wenn du das meisterst, bist du auf einem sehr guten Wege zu einem sehr guten Verdienst. Und falls du einen kompletten Guide dazu haben möchtest, dann findest du dazu einen 100%ig kostenlosen Kurs in der Videobeschreibung, wo ich euch durch den ganzen Prozess A bis Z durchführe, von der Produktion. Also könnt ihr euch gerne mal sichern, ne, auf seinen Kanal. Keine Ahnung, wo der ist. Hat er nicht gerade da kostenloser Dropshipping-Kurs, da. Diesen Link einfach benutzen und sichert euch den ruhig. Suche zum Shopaufbau, zu der eigentlichen kostenlosen Vermarktung. Ihr könnt ja nicht dümmer sterben dadurch, ne? Und vielleicht ist der ja gut. Eine Strategie, die ich und meine Teilnehmer direkt ausführen. Wie gesagt, einfach unten Link in der Videobeschreibung, könnt ihr damit direkt starten. Punkt 3, auch hier bleiben wir bei TikTok, weil TikTok bietet einfach die beste Möglichkeit aktuell, ob man jung ist oder nicht, Geld zu verdienen und das mit wenig Startkapital oder Vorkenntnissen. Hierbei geht es um die Thematik TikTok Creativity Beta Program. Hierbei profitieren wir auch wiederum von der Creator First Economy in Bezug auf TikTok. Denn TikTok, ähnlich wie YouTube, bezahlt jetzt Creator für das Uploaden von Videoclips. Und ich sehe das sehr oft, 60 Cent oder so pro 1000 Aufrufe und so. Wie geil ist das bitte? 60 Cent pro 1000 Aufrufe für ein Kurzvideo, was 1 Minute und 1 Sekunde ist oder so. Ist schon sehr, sehr gut. Qualifizierte müssen irgendwie so 5 Sekunden schauen oder so, die Leute. Und
Aber das ist schon geil. Damit kannst du richtig gut Kohle gerade machen. Und du kannst meine Videos dafür benutzen und so. Sprech mich an auf Instagram. So, und dann schauen wir einfach mal. Und genau dieses TikTok Creativity Program, das ist seit wenigen Monaten bereits in Deutschland verfügbar. Und das bietet den Creatoren die Möglichkeit, Geld für Videos zu verdienen. Für alle Videos, die länger als eine Minute sind. Hierbei verdienst du zwischen 1 bis 2 Euro pro 1000 Views. Naja, stimmt nicht. Also alles, was ich jetzt gesehen habe, Richtung 50 Cent oder so. Es gibt Leute, die Richtung 80 mal machen. Es dauert wohl auch ein bisschen, bis dann halt der Algorithmus dann halt deine Videos so eingebringt hat oder so. Und vielleicht ist es so wie bei YouTube, dass dann halt bestimmte Themen auch anders, aber 1 bis 2 Euro, nein. So 50 Cent, 55 Cent oder so. Und dann auch nicht für alle Views, sondern nur für qualifizierte Views. Aber das ist trotzdem genial. Das ist sehr, sehr genial. Egal, weiter. Sprich, für 1 Million Views kannst du sogar über 1000 Euro verdienen. Und das ist tatsächlich deutlich leichter, als du denkst. Und hier seht ihr einige Beispiele von Dutzenden Creator, die genau tagtäglich, Monat für Monat, Tausende von Euros von diesem TikTok Creativity Beta Programm profitieren können. Also es ist eine riesengroße Möglichkeit. Und das sind nur die Screenshots, die wir auch direkt einsehen können. Und da gibt es deutlich größere Fische da draußen. Ganz einfach könntest du es zum Beispiel an diesem Profil errechnen, der Millionen von Views von Video zu Video macht. Also ihr könnt das selber euch ausmalen, wie viel dieses Profil verdient, wenn man ungefähr davon ausgeht, 1000 Euro pro Million Views. Und das geht theoretisch durch das Erstellen von so simplen Videos, wie zum Beispiel von diesen drei Beispielvideos. Wir haben hier drei verschiedene Nischen und alle diese Videos lassen sich extrem leicht durch AI und sämtliche künstliche Intelligenzplattformen auf Knopfdruck erstellen. Und das erleichtert dir deutlich diesen Arbeitsprozess, alles von Null auf zu machen. Nun, zu Beginn müssen wir uns erstmal um die Nischenwahl und die Content-Ideen kümmern. Ich würde euch empfehlen, um zu schauen, welche Konzepte lassen sich immer wieder neue Videos mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Ertrag produzieren. Also welche Videos können wir weitestgehend mit künstlicher Intelligenz automatisieren und somit uns deutlich mehr Zeit dafür sparen. In Bezug auf Nischen und Contentwahl würde ich euch empfehlen, Nischen mit Mass Broad Appeal zu suchen, also wirklich Nischen, wo riesengroße potenzielle Zielgruppen habt, die wir. War das letzte Woche, wo wir hier geguckt haben, wo jemand gesagt hat, er holt sich extra auch eine eSIM-Karte oder so und guckt, dass dieser Account in Amerika bei TikTok registriert ist, um dann halt englischsprachige Nutzer zu bekommen und macht dann halt englischsprachigen Content. Wenn du natürlich deutschen Content machst oder so, ist halt schwierig, die Millionen immer zu erreichen und so, ne? Aber englischsprachigen ist natürlich ein bisschen einfacher. Dementsprechend dann viraler und viralere Content-Pieces erstellen können. Denn unser Ziel ist es, möglichst schnell auf die 10.000 Abonnenten-Grenze zu kommen und über 100.000 Views zu kommen. Denn das sind die Mindestaufnahmekriterien in das TikTok Creativity Beta Programm. Und die meisten von euch, die das wirklich gut angehen, können das sogar in nur einem Monat schaffen. Gute Nischen, die zum Beispiel Mega-Views generieren, sind zum Beispiel Game-Nischen, zum Beispiel Higher or Lower, Would You Rather, Fakten-Videos, Reddit-Stories, Conspiracy-Theories, AI-Geschichten, allem drum und dran oder theoretisch auch Content-Pieces, die auch wirklich dem Kunden oder Zuschauer Mehrwert bieten. Alternativ, solche eBay-Chats funktionieren auch ziemlich gut. Sobald du deine Nische gefunden hast, geht es dann an Schritt 2 an die Content-Erstellung. Hierbei wollen wir natürlich diese ganzen künstlichen Intelligenz-Tools zu unserem Vorteil ausnutzen, um für uns natürlich das deutlich leichter zu gestalten. Solche Videos, wie du soeben gesehen hast, können wir wie am Fließband produzieren lassen, dank AI-Tools, wie zum Beispiel für die Text- oder Script-Generierung hätten wir ChatGPT. Oder 11 Labs für das Voiceover. Oder Midjourney für sämtliche Bilder. Oder CapCut, um das ganze Konzept zusammenzuschneiden und die Auto-Captions-Features auszunutzen. Das Ganze wird aber definitiv den Rahmen des Videos sprengen. Also wenn ihr dazu ein separates Video sehen wollt, wie man das Ganze auch wirklich erstellen kann, dann lasst mich gerne wissen. So, brechen wir das Ganze aber kurz mal im Schnelldurchlauf runter. Zu Beginn starten wir erstmal mit der Konkurrenzrecherche. Also schauen echt erstmal, welche Videokonzepte, welche Hooks, welche Videoideen überhaupt gut funktionieren. Also sobald ihr eure Nische gefunden habt, sucht wirklich nach den 5 bis 10 besten Videos, also 5 bis 10 besten Profilen aus dieser Nische. Du willst sehen, welche Videos in der Vergangenheit sehr gut performt haben und diese möglichst ähnlich versuchen nachzumachen. Andererseits die Hook, Storytelling, also auch einen grundsätzlichen Videoaufbau. Dann kannst du diese Ideen sammeln, abspeichern und dir grundsätzlich diese Videoideenkonzepte ausschreiben oder auskonzipieren lassen und die Skripte erstellen lassen durch Plattformen wie zum Beispiel ChatGPT. Der nächste Schritt wäre, diese Skripte von ChatGPT zu nehmen, in 11 Labs einzufügen und zum Beispiel diese Stimme, die jeder von euch mit. So, was haben wir da?
Das Internet wird durch KI-Inhalte total zugemüllt werden. Bin jetzt schon fleißig am Blocken. Deshalb wird dann vielleicht so ein Live-Content, wie ich habe, vielleicht sich durchsetzen. Ich bin dann so der Letzte, der dann halt wirklich noch Geld verdienen, Ideen oder so, echte Erfahrung hat oder so. Oder vielleicht bin ich ja auch schon eine KI. Also, wir wissen das nicht. Vielleicht bin ich ja auch schon eine KI. Und ich tue einfach nur so. Deshalb geht auch ab und zu mal der Ton nicht, weil die Rechenleistung ist einfach zu wenig. Ja, schauen wir mal. Mittlerweile schon gehört hat, zu nehmen und für uns diese Texte automatisch einsprechen zu lassen. Sobald wir diese zwei Aspekte haben, fehlen uns nur noch die Content Pieces und dann fügen wir das Ganze zu einem gesamten Konstrukt in CapCut ein mit passenden Captions, also mit passenden Audioquellen. Also schaut euch an, was eben für Competitor gut funktioniert, versucht das Ganze erstmal für euch zu übernehmen, ein Gefühl zu bekommen und fügt dann mit der Zeit eure eigenen Konzepte mit rein, euren eigenen Stil fügt euch ein. Wie könnt ihr das, was sie machen, noch ein Stück besser machen? Somit spart ihr diese Lernkurve, aber findet euren eigenen Stil über die Zeit und werdet damit definitiv am schnellsten Erfolg erzielen können. Mein Tipp an euch, täglich 3 bis 5 Videos für diesen Account hochladen. Ja, das ist eine Menge, aber ihr kriegt dadurch natürlich... Oh, 5 ist echt heftig. Weil 5... Die müssen ja auch irgendwann mal ausgespielt werden. Ne? Also wenn du morgens 8 Uhr, 10 Uhr, 12 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr oder so oder ein bisschen später oder so, morgens mal so 3 Stunden oder so. Die müssen ja auch mal ausgespielt werden oder so. Also 5 finde ich schon echt heftig. Also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Natürlich steigert ihr eure Lernkurve deutlich, kriegt ein besseres Gefühl, wie ihr diese Videos erstellen könnt und kommt natürlich deutlich schneller an diese 10.000 Abonnenten und könnt früher davon Geld verdienen. All diese Methoden, die ich euch vorgestellt habe, funktionieren, die brauchen aber definitiv ihre Zeit. Also du wirst damit nicht von heute auf morgen reich werden, aber das Gute ist, ihr habt es nicht so eilig. Ihr habt die Zeit, ihr könnt das Ganze wirklich richtig, richtig gut werden. Und vertraut mir, wenn ihr das Ganze mal 3 bis 6 Monate macht oder überhaupt ein ganzes Jahr macht und wirklich tagtäglich das Ganze durchzieht, werdet ihr auf jeden Fall. Dann bist du auf jeden Fall nach einem Jahr bist du Experte. Dann bist du richtig gut da drin. Sehr gutes Geld damit verdienen. Deutlich mehr, als ihr euch definitiv vorstellen könnt. Ich habe viele Sachen hier low geballt. Aber ihr müsst erstmal diszipliniert werden, das Ganze auch wirklich durchziehen können und da konstant dranbleiben und wirklich da gut werden. Ihr habt die Zeit. Ich wünsche euch... So, das war's jetzt schon wieder. Im Großen und Ganzen cooles Video. Viele Aspekte, wo er auf jeden Fall recht hat. Viele Anhaltspunkte, die du halt abarbeiten kannst und so weiter. Ja, ich habe hier noch 2 weitere Videos, wenn du die Aufzeichnung schaust. Ich bin jetzt auch live hier unterwegs und ich bin erstmal raus hier die Aufzeichnung. Ciao.